Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Raum und online zugeschaltet, wir dürfen Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz, einer gemeinsamen Pressekonferenz von den Grünen, der SPD und der FDP im Bayerischen Landtag mit Verena Oskian, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und wissenschaftspolitischen Sprecherin der Landtagsgrünen, mit Volkmar Halbleib, dem kulturpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Sebastian Körber, dem baupolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Wir wollen heute zum Deutschen Museum in Nürnberg sprechen. Wir haben zwei gutachterliche Stellungnahmen in Auftrag gegeben, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Die erste gutachterliche Stellungnahme ist eine juristische mit dem Schwerpunkt Mietvertrag und Konditionen. Das wurde da beurteilt und zwar von der HFK Rechtsanwälte Frankfurt. Und das zweite Gutachten ist ein technisch, das, die zweite gutachterliche Stellungnahme ist ein technisch-wirtschaftliches von der NC Group Real Estate Valuation GmbH in Nürnberg. Es beginnt Sebastian Körber. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch nochmal herzlich im Namen von Kollegin Oskian und Kollegen Halbleib begrüßen. Ich möchte Ihnen zuerst kurz eine kurze zeitliche Einordnung geben und dann eben die beiden gutachterlichen Stellungnahmen darlegen. Zur zeitlichen Einordnung: Im Jahr 2014 hat es im Bayerischen Kabinett einen Beschluss gegeben, dass eine Außenstelle des Deutschen Museums nach Nürnberg kommen soll, auf Vorschlag ausweislich von Markus Söder. Das war ja die Zeit der CSU-Alleinregierung. Im Jahr 2016 wurde als Standort der von der Nürnberger Alpha-Gruppe projektierte Gebäudekomplex Augustinerhof in einem immer undurchsichtiger gewordenen Standortauswahlprozess festgelegt. Im Jahr 2017 wurde ein Mietvertrag abgeschlossen, der ein Volumen von deutlich über 100 Millionen insgesamt hat, was es kostet, denn er setzt sich ja zusammen aus einer Finanzierungsvereinbarung mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 27,6 Millionen Euro zuzüglich eines Mietvertrags mit 25 Jahren Laufzeit plus Option. Und zum Miete kommen ja dann auch noch die entsprechenden Nebenkosten dazu. Bei einer solchen Aussage eben des damaligen Finanzministers Söder, ich zitiere, am Geld soll es nicht scheitern, Zitat Ende, sollte eine derartige Mietvertragsgestaltung eigentlich nicht mehr wundern. Ich komme mit einem weiteren Zitat. Der Augustinerhof ist der ideale Standort mit einem hohen Maß an Qualität, war dann zu lesen am 10.06. in einer Pressemitteilung der Staatsregierung. Und das letzte Zitat, um das Ihnen einzuordnen, ist eine Pressemitteilung, die genau exakt heutiger Tag vor 4 Jahren verfasst worden ist, ausweislich des CSU-Bezirksverbandes Nürnberg-Fürth-Schwabach. Zitat, wie bei allen großen Projekten in der Region ist dies der CSU zu verdanken. Zitat Ende. Im Jahr 2018 und 2019 sind, so haben wir mittlerweile herausgefunden, ist Ihnen bekannt, ich rufe es nochmal in Erinnerung, 2 Spenden geflossen, eben von einer Gesellschaft des Entwicklers und des Vermieters an die CSU, nämlich 45.500 und 45.000 Euro. Die Grundsteinlegung erfolgte dann im Jahr 2018, richtfest war im Mai 2019 und im Dezember 2019, seit diesem Monat, fließt die Miete ja auch in voller Höhe, obwohl die Nutzungsaufnahme des Museums auch noch nicht erfolgt ist. Ich möchte mir an dieser Stelle auch ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen von Fraktionen Grünen und SPD bedanken, die ja insbesondere auch schon im Jahr 2017 angefangen, als die FDP ja noch in der außerparlamentarischen Opposition gewesen ist, das ganze Thema mit Anfragen und Berichtsanträgen flankierend zu begleiten und diese Vorgänge, um das Deutsche Museum eben aufzudecken. Der Stein wurde da ins Rollen gebracht. Im Januar diesen Jahres habe ich diese Puzzlesteine, die ich so ja nicht gehabt hätte, dann eben nochmal neu zusammengefügt. Ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden in 6 Schwerpunktbereichen kurz darlegen, was die Gutachten zum Inhalt haben. Der erste Bereich ist die Lage. Das ist ja ganz relevant, die Lage einer Immobilie. Viele von Ihnen kennen ja auch sicherlich dieses Grundstück in Nürnberg, eben das sogenannte Augustinerhof-Areal, was ja an der Pegnitz liegend zum Wohnen sicher eine sehr, sehr schöne Fläche ist. Gemäß dem technischen Gutachten, ich sage Ihnen immer die Seitenanzahl, falls Sie es sich notieren möchten, um es nachzulesen, auf Seite 20,
ist das Ganze auch dargelegt. Es ist aber auch plausibilisiert, dass natürlich die Passantenfrequenz an dieser Stelle nicht zu hoch ist. Es wird eher vom örtlichen Gutachterausschuss der Stadt Nürnberg zu den sogenannten Randbereichen der Altstadt gezählt, auf der gleichen Seite nachzulesen. Und ferner heißt es wörtlich, vor diesem Hintergrund besteht für Büronutzungen des Beurteilungsobjektes und seiner näheren Standortumfelds eine Lagecharakteristik als City-Rand oder innerstädtische Seiten bzw. B-Lage. Demnach ist gemäß Gutachten schon einmal nicht von einer 1A-Lage die Rede, wie es seitens der Staatsregierung oder der Immobilienfreistaat Bayern behauptet wurde. Zuvor kommen wir jetzt noch zum Punkt der Fläche. Es geht gemäß Mietvertrag ja um eine flächenabhängige Miete von 38,12 Euro pro Quadratmeter. Dies vorgesehen für eine Fläche von knapp 5.500 Quadratmetern. Das Ganze muss man jetzt einordnen. Bei dieser 5.500 Quadratmeter Gesamtmietfläche sind, so ist nachzulesen im technischen Gutachten auf Seite 16, auch Schacht- und Aufzugsflächen, technische Flächen sowie Lufträume enthalten, die im vertraglichen Mietflächenansatz eben dabei sind. Nach dem allgemein anerkannten Branchenstandards sind dies jedoch keine Mietflächen, die zu vermieten sind. Seite 16. Demnach wurde im technischen Gutachten festgestellt, dass die Mietflächen in Höhe von sage und staune etwa 18,4% der Nettoraumfläche vermietet wurde, die nach Maßstäben immobilienwirtschaftlicher Branchenstandards tatsächlich keine Mietflächen sind. Vergleiche Seite 11 und Seite 17. Wir reden hier also von keinem Pappenstiel, das sind nämlich knapp 1000 Quadratmeter für eben 38,12 Euro. Und wenn Sie das jetzt, ich komme zum dritten Punkt, der Miethöhe umrechnen, das ist ja eigentlich zu vermieten nur knapp 4500 Quadratmeter sind, ergibt sich eine eigentliche Miete gemäß Gutachten pro Quadratmeter von 46,73 Euro pro Quadratmeter für alle Etagen. Das technische Gutachten hat im Gegensatz dazu eben einen Standort- und objektspezifischen Nettomietzins von 20,21 Euro ermittelt. Dazu kommt jetzt eine erklärungsbedürftige Übermiete, also die Differenz zu den 46 Euro Quetsch pro Quadratmeter von eben 26 Euro pro Quadratmeter. In Summe sind das 1,4 Millionen Euro pro Jahr, auf 25 Jahre gerechnet. Das Ganze können Sie alles nachlesen. Im technischen Gutachten finden Sie in den Anlagen eine Sammlung von allen Marktzahlen aus den Jahren 17 vom Gutachterausschuss über diverse Makler und Experten. Das ist dort alles nachzulesen, wie auf diesen Betrag gekommen ist. Ich möchte das jetzt aber nicht aus Zeitgründen herleiten. Typischerweise würde eigentlich gemäß Seite 20 des technischen Gutachtens eine Miete für eine Ladenfläche von 11 bis 21 Euro für diese Lage üblich sein. Ich komme zum vierten Punkt, der Mietvertrag selbst. Gemäß juristischem Gutachten lässt sich zum Mietvertrag generell sagen, ich zitiere aus dem juristischen gutachterlichen Stellungnahme, Seite 7. Unabhängig von der Gesamtbetrachtung enthält der Mietvertrag in jedem Falle der Regelungen, die eher unüblich und für einen Mieter objektiv unangemessen sind, sowie unjuristisch und unklar gefasste Regelungen. Das ist sehr seltsam, so sollte man doch meinen, dass das Deutsche Museum als Ankermieter, also gerade eine große Fläche, dem Freistaat als Finanzier und dem Deutschen Museum erst recht eine gute Verhandlungsmacht und Position gibt und sogar eher sogenannte Incentives noch hätte herausverhandeln können, ausweislich technischen Gutachten Seite 11. Nur ein kleines Beispiel. Man kann ja davon ausgehen, dass zu einem Museum auch der ein oder andere Besucher eine Familie mit dem Auto anreist. Es besteht lediglich die Option, nicht mal die Zusicherung in der Tiefgarage, die schon immer auf diesem Areal geplant war, zwei Stellplätze anmieten zu können als Option. Vergleiche Seite 13 und 17 technisches Gutachten. Die so resultierende höheren finanziellen tatsächliche Gesamtbelastung des Mieters ergibt sich auch noch aus den angesetzten Betriebskostenvorauszahlungen, die zu niedrig angesetzt sind, vergleiche technisches Gutachten Seite 11. Das heißt, die eigentliche Miete,
Im Wohnen wäre es eine Warmmiete. Hier kommen halt Betriebskosten, Verwaltungskosten, Instandhaltung etc. und anderes dazu, würde sich ja noch deutlich aufaddieren. Ich komme fünftens zum Begriff der angeblichen Sonderimmobilie. Mit der Realisierung des Bauvorhabens ist ja ein spezieller Mieter eingezogen, eben das Zukunftsmuseum, was entsprechend besondere Anforderungen ja hat. Die bauliche Hülle und die Kupatur standen jedoch von vornherein bereits fest. Die wurde ja nie geändert. Vergleiche Seite 14 technisches Gutachten, weswegen nicht von einem Sonderbau im klassischen Sinne gesprochen werden kann. Das technische Gutachten schreibt dazu, ich zitiere wörtlich Seite 14, gleichwohl wäre auch eine Nutzung des fertigen Gebäudes durch einschlägige Standort geeignete Gewerbenutzungen wie Einzelhandel, Dienstleistungen, Büro, Praxisfunktionen vorstellbar. Innerhalb gewisser Schranken ist daher dem Gebäude eine Drittverwendungsfähigkeit inhärent, also gegeben. Das heißt auf gut Deutsch, da könnte ja auch jederzeit ein großes Textil-Einzelhandelsgeschäft, eine große repräsentative Büroimmobilie oder auch anderes einziehen. Ich komme zum sechsten und letzten Punkt, der sogenannte Werthebel. Ich zitiere aus dem technischen Gutachten, Seite 11. Anhand der vorliegenden Unterlagen und Informationen ist davon auszugehen, dass durch die Mietzinszahlungen an den Projektentwickler, dessen Investitionskosten unter Einschätzung im Sinne einer Amortisation mindestens vollständig gedeckt worden sind. Ich zitiere weiter, über das Amortisationsmodell hinaus ergibt sich bei einem Verkauf des Mietobjekts mit einem entsprechenden hohen Verkaufspreis durch den Projektentwickler unserer Einschätzung ein weiterer Mehrerlös in Millionenhöhe zu seinen Gunsten. Die Ertragswertspanne beträgt überschlägig, vergleiche Seite 13, sage und schreibe 70 bis 85 Millionen Euro, was diese Immobilie im möglichen Verkaufsfall, was ja gemäß Vertrag zulässig wäre, an Wert. Das waren jetzt mal so die sechs Kernpunkte unseres Gutachtens und dann übergebe ich jetzt an die Kollegin Verena Oskian. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das waren jetzt die trockenen Fakten. Ich denke, die sprechen schon mal für sich. Für uns als Grüne wie auch SPD und FDP hat das Projekt ja einen langen Vorlauf. 2014 als Projekt der Nordbayern-Initiative angeschoben. Ich rekurriere nochmal, damals war von 8 Millionen Anschubfinanzierung die Rede, hat es sich dann über die Zeit sehr intransparent entwickelt. Wir haben immer wieder in Anfragen und Berichtsanträgen nach der Entwicklung, nach der Standortsuche gefragt, hatten da nichtssagende bis keine Antworten bekommen, bis dann 2017 die Bombe geplatzt ist über die Kostenentwicklung und die zwielichtigen Umstände, nämlich als plötzlich rauskam, es ist ein Mietvertrag mit Anschubfinanzierung und Gesamtmiete über 100 Millionen. Da sämtliche Versuche, Licht ins Dunkel zu bringen, gescheitert waren, haben wir uns dann als demokratische Oppositionsfraktion eben entschlossen, selber in Vorleistung zu gehen mit den genannten beiden Gutachten. In der politischen Bewertung müssen wir zunächst sagen, die Gutachten haben nun wirklich überdeutlich ergeben, dass sowohl die Mietkonditionen als auch der Mietzins maßlos überteuert waren, dass also unsere Kritik und die Bedenken an der Verhältnismäßigkeit dieses Projekts die ganzen Jahre über mehr als begründet waren. Andersrum gesagt, wir hätten uns nicht erwartet, dass die Gutachten gar so eindeutig ausfallen. Und das lässt nur einen Schluss zu, es ist ein veritabler Skandal, in dessen Zentrum der heutige Ministerpräsident und damalige Finanzminister Markus Söder steht. Vielleicht noch mal einige Worte zur Miete. Die Standortvergabe und Auswahl ist sehr intransparent gelaufen. Hier ist unsauber gearbeitet worden und die Miete ist vom Quadratmeterpreis her allein schon weit mehr als doppelt so hoch, als auf diesem Standort üblicherweise erzielbar wäre. Ich bin vor Ort präsent. Für mich klingt das Gutachten sehr, sehr schlüssig, auch aus eigener Anschauung. Und man muss natürlich das so bewerten. Es widerspricht letztlich jedem haushalterischen Grundsatz der Wirtschaft und Sparsamkeit. Die bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wurden hier massiv geschädigt. Wenn wir jetzt konservativ rechnen, dass eine Miete von weniger als der Hälfte angemessen gewesen wäre, hieße das 35 Millionen Euro. Miete wurde zu viel bezahlt, da muss ein armes Mütterchen lang drum stricken.
Und auch in absoluten Werten, das haben Anfragen bestätigt, ist es nicht nur der teuerste Mietvertrag, für den der Freistaat Bayern je aufgekommen ist. Selber angemietet hat er ja nicht, aber es gibt eine Kostenübernahme. Sondern auch der Quadratmeterpreis ist um Welten über dem, was bei sämtlichen anderen Liegenschaften nachweisbar bisher gezahlt wurde. Das ist natürlich schon mal grundsätzlich fragwürdig. Es stellt sich auch die Frage, ob man einen Museumsbau, anstatt ihn zu bauen, mieten sollte. Die Gutachten geben da auch eine ganz eindeutige Empfehlung. Es wäre so oder so wirtschaftlicher gewesen, einen Bau dort zu errichten und anzukaufen. Das ist natürlich etwas, was uns schon 2017, als wir von den Umständen der Anmietung erfahren haben, also sehr aufgeschreckt hat. Ich zitiere den ehemaligen Kunst- und Wissenschaftsminister Thomas Goppel im Ausschuss, der damals gesagt hat, das ist aberwitzig, wer immer es erdacht hat, spinnt. Und also dieser Schlussfolgerung können wir uns weiterhin nur anschließen. Normalerweise ist es ja auch so, bei Projekten gilt unabhängig davon, wer jetzt genau mietet, die Grundsatzwertzahlschaft an. Beim Deutschen Museum war es offensichtlich nicht so, denn die Ausgestaltung sämtlicher Rahmenbedingungen, Standortwahl, Vertragsdetails, Konditionen, das durfte alles nach Aussage der Staatsregierung allein das Deutsche Museum bestimmen. Ich halte das für wenig glaubhaft. Aber egal, also wie es in der Stelle war, also der Freistaat hat sich in jedem Fall gewaltig übers Ohr hauen lassen. Das Deutsche Museum hat seine gute Verhandlungsposition als solventer Ankermieter mit dem Freistaat im Rücken. Also ich glaube, einen zuverlässigeren Mieter kann man schlecht finden, maximal negativ genutzt, eine unglaublich hohe Miete und sämtliche Risiken, die Übernahme der Instandhaltungsverwaltungskosten wurden getragen vom Mieter und mittelbar dann natürlich vom Freistaat. Und die hohe Vertragslaufzeit von 25 Jahren gibt trotz alledem keinen Entmietungsschutz her bei Insolvenz oder Eigentümerwechsel, was bei anderen entsprechenden Immobilien oder Großprojekten durchaus üblich zu sein scheint. Also im Lichte der Erkenntnisse der jetzt hier vorgelegten Gutachten ist die 8-seitige Stellungnahme, die dem Landtag im Übrigen auch erst im Nachhinein übersandt wurde, die die IMBI Immobilienfreistaat Bayern zu der Liegenschaft verfasst hat, fachlich nicht zu rechtfertigen. Oder es wirkt wie ein Gefälligkeitsgutachten, das geschrieben wurde, um also die Standortwahl, die im Übrigen weit vor Abschluss des Leadvertrags gelaufen ist und auch öffentlich verkündet wird, nachträglich zu rechtfertigen. Für uns ist die Schlussfolgerung, der Augustinerhof musste um jeden Preis realisiert werden, koste es, was es wolle. Das ganze Konstrukt der Planung war von Anfang an sehr eigenartig und auch sehr gewöhnungsbedürftig. Denn das Deutsche Museum als Anstalt öffentlichen Rechts ist formell unabhängig. Der Freistaat finanziert aber zu 100%. Und unserer Ansicht nach wurde das über Jahre hinweg bis zum heutigen Tag immer wieder genutzt, um tatsächlich sich als Staatsregierung von jeglicher Verantwortung freizusprechen. Es war ja dann angeblich immer die Sache des Deutschen Museums. Das Konstrukt einer Anmietung für Dritte hat aber gleichzeitig auch dazu geführt, dass sämtliche Kontrollmechanismen, die der Landtag normalerweise einzieht, wenn es zum Beispiel bei Ankäufen oder Errichtungen von Eigenbauten des Freistaats sind, nicht greifen. Man muss das noch mal vielleicht haushalterisch betrachten. Normalerweise bei einem Grundstücksankauf oder einem Bau über 2 Millionen Euro muss der Haushaltsausschuss direkt eingeschaltet werden. Da müssen Pläne und Verträge vorgelegt werden. In diesem Fall war das alles anders. Wir haben den Vertrag erst auf Nachfrage im Nachhinein erhalten. Die Unterlagen sind lückenhaft. Und wie wir jetzt aus Grund der Gutachten auch feststellen, in den diversen Ausschussdebatten und Plenardebatten wurden wir auch über die Eigenschaften des Gebäudes selbst fehlerhaft informiert. Denn es handelt sich keineswegs um einen Sonderbau, der speziell nur für das Museum angefertigt wurde, sondern es ist eine Planung, die auf Planungen des Investors aus dem Jahr 2011 zurückgeht. Die Kubatur ist, wie mein Kollege Sebastian Körber schon gesagt hat, gleich geblieben. Es wurde lediglich auf der Hälfte des Gesamtgebäudes die
Innenaufteilung geändert. Es war ursprünglich eine Wohnnutzung vorgesehen. Daraus wurde dort eine Museumsnutzung. Und wie wir alle dem Gutachten entnehmen können, sind entsprechende Mietzinse bei einer Wohnnutzung bei weitem nicht erzielbar gewesen. Das heißt, die Aufwertung des gesamten Gebäudes war enorm, obwohl es sich um eine reine Umplanung gehandelt hat. Über die Flächen haben wir auch schon einiges gehört. Der Vermieter hat in der Presse immer wieder gesagt, er könnte letztlich weniger vermietbare Fläche erzielen. Das ist so nicht richtig, denn tatsächlich durch das auch etwas eigenartige Konstrukt, dass 18% der Fläche, die normalerweise nicht in Mietverträgen mit ausgewiesen wird, also teilweise auch gar nicht existente Flächen wie Lufträume plötzlich einfließen, war die vermietbare Fläche deutlich höher. Alles in allem also schon ein sehr schlechter Deal für den Freistaat. Und wenn wir dann auch noch mal rekurrieren, es sollte ja ursprünglich im Rahmen der Nordbayern-Initiative der Staatsregierung angeschoben werden. Zu diesem Zeitpunkt hat der damalige Finanzminister Markus Söder, wie wir auch schon gehört, hat sich immer wieder als Ideengeber auch präsentiert. Vermieter, Finanzminister, andere Akteure sind immer wieder auf diversen Presseterminen, auf Bildern, auf anderen Verlautbarungen gemeinsam erschienen, gern auch mal mit Star Trek-Uniformen. Und jetzt plötzlich will niemand mehr verantwortlich sein. Und das können wir an der Form so nicht durchgehen lassen. Das ist einfach fadenscheinig. Die politische Dimension hat aber auch noch eine ganz andere Konnotation, wenn Sie in Punkt 28 des Gutachtens, also zur Miethöhe und zur technischen Ausführung nachsehen, kommt auch ganz deutlich raus, dass wenn es entweder enge Interessen gibt aufgrund persönlicher Art oder eben an einem bestimmten Standort oder eben andere besondere Dinge, die es notwendig erachten, genauer zu prüfen, auch was die Miethöhe betrifft, ist eigentlich im Paragraph 194 BauHGB angemerkt, dass dann die Prüfung umso sorgfältiger erfolgen sollte. Das ist offensichtlich mit dem Gutachten der IMBI nicht erfolgt. Ein achtseitiges Gutachten, glaube ich, spricht für sich selber. Das Vergleich mit dem, was wir erhalten haben. Und deswegen muss man da an der Stelle das Ganze zumindest ex post hinterfragen, weil sich natürlich auch die Frage stellt, wer übernimmt denn dann die Haftung für das Ganze? Es gibt für uns jetzt eigentlich zwei mögliche Schlussfolgerungen. Entweder fußt das ganze Projekt auf Absprachen im Hintergrund unter guten Omigos oder der Freistaat hat sich einfach in krasser Weise über den Tisch ziehen lassen. Und beide Varianten finden wir nicht besonders schmeichelhaft für die Staatsregierung. Das Abschieben der kompletten Verantwortung auf das Deutsche Museum, das bis heute erfolgt, ist, und das muss man auch deutlich sagen, schlechter Stil. Und deswegen erwarten wir nun ultimativ, dass der damalige Finanzminister und heutige Ministerpräsident Markus Söder, der eben nach wie vor für das Projekt politisch verantwortlich ist, uns binnen 3 Wochen entsprechend Auskunft gibt über die Umstände, über die aufgeworfenen Fragen. Und hiermit übergebe ich an meinen Kollegen Volkmar Halberg, der das nochmal ausführen wird, wie es weitergeht. Ja, danke schön und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mir ist dran gelegen, zu beginnen mit einem klaren Bekenntnis dazu, dass wir, und da spreche ich, glaube ich, auch für die Kollegin Ostjan und Kollegen Körber, aber auch für die Fraktionen SPD, Grüne und FDP, dass wir selbstverständlich die Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg vom Grundsatz her mittragen und auch für das Projekt sind. Allerdings, manche von Ihnen werden es wissen, ich war lange Jahre im Haushaltsausschuss tätig, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender, bin jetzt im Wissenschaftsausschuss. Es muss doch möglich und auch das Ziel des Freistaats sein, solche wichtigen Projekte erstens ohne finanziellen Schaden für den Freistaat umzusetzen, zweitens ohne fragwürdige Verträge, wie sie hier vorliegen, zu Lasten der Steuerzahler und drittens ohne den schwarzen Peter jeweils auf den anderen Verantwortlichen zu schieben, in dem Fall die Dreieckskonstellation Freistaat Bayern, Deutsches Museum und Investor. Das ist mir also ein Anliegen. Wir kämpfen für kultur- und wissenschaftspolitische Projekte. Wir kämpfen aber genauso stark dafür, dass diese nicht mit Schaden für den Steuerzahler und den Freistaat Bayern abgewickelt werden. Und es ist leider hier der Fall. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier den Finger in die Wunde legen. Zweite Vorbemerkung, ich habe mich insbesondere
während meiner Mitgliedschaft im Haushaltsausschuss intensiv mit solchen Wertgutachten und intensiv mit solchen Fragen auch befasst. Ich habe selten ein so detailliertes Gutachten gelesen, so plausibel aufbereitet und mit einer so klaren Einschätzung versehen und auch mit der Deutlichkeit zwischen dem vereinbarten Mietzins und einer nach Ansicht des Gutachters angemessenen Miethöhe. 1,4 Millionen Übermiete, über 50%, das ist schon eine gewaltige Dimension. Und wenn man die Vertragslaufzeit nimmt, Kollegin Oskern hat es erwähnt, dann nimmt es einfach Dimensionen an, die zwingend eigentlich nach einer Aufklärung rufen. Und auch die Frage natürlich des Rechtsgutachtens, das der klare Inhalt hat, dass erheblich vermieterfreundliche Tendenz besteht zu Lasten des Mieters mit objektiv unangemessenen Klauseln. Dass der Freistaat Bayern einen solchen Vertrag durch die Finanzierungszusage an das Deutsche Museum sozusagen sanktioniert und damit in die Abwicklung bringt, ist schon ein besonderer Sachverhalt. Und vielleicht abschließend, natürlich geht es darum, wie man solche Projekte möglichst gut für den Steuerzahler und den Freistaat Bayern abwickelt. Hier wäre mit Sicherheit die Frage Bau statt Miete gewesen. Die ist nie ordnungsgemäß geprüft worden. Man hat sich immer auf die Bayerische Haushaltsordnung zurückgezogen, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt einen Mietvertrag haben, der nach meiner festen Überzeugung klar gegen die Bayerische Haushaltsordnung und das Prinzip der Sparsamkeit und der Angemessenheit verstößt. Wie geht's weiter? Wir werden mit den Gutachten, die wir Ihnen heute auch vorlegen, zwei Schritte jetzt unternehmen. Zum einen werden wir die heute Mittag dem Bayerischen Obersten Rechnungshof zur Verfügung stellen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das wichtige Unterlagen sind für den Bayerischen Obersten Rechnungshof und dass er auf dieser Grundlage auch zu einer Einschätzung kommen wird, die den Mietvertrag und die Finanzierungsgebaren des Freistaats Bayern und auch die Verantwortung im Finanzressort seinerzeit, glaube ich, ein deutliches Urteil ausstellen wird. Wir hoffen und wünschen uns, dass die Expertise des Obersten Rechnungshofs möglichst bald vorliegt. Das ist aber nur das eine. Das andere ist natürlich klar, wir fordern den bayerischen Ministerpräsidenten natürlich als Chef der Staatsregierung, sind ja verschiedene Ressorts mit beteiligt, auf, zu diesen beiden Gutachten unmittelbar Stellung zu nehmen, weil die Mietkonditionen tatsächlich unerklärbar massiv zulasten des Deutschen Museums und damit auch zulasten des Freistaats Bayern gehen. Und die bisherigen Aussagen der Staatsregierung in den Ausschüssen, in den Antworten auf unsere schriftlichen Anfragen sind nach diesen Gutachten, nach unserer festen Überzeugung, so nicht mehr aufrecht zu erhalten. Deswegen fordern wir den Ministerpräsidenten auf, unverzüglich zu diesen brisanten Feststellungen der Gutachten Stellung zu nehmen und zu erklären, welche Konsequenzen die Staatsregierung aus den Feststellungen der Gutachter zieht. Das ist gegenüber dem Ministerpräsidenten natürlich wichtig als Leiter sozusagen der Staatsregierung, Chef der Staatsregierung, aber natürlich als damals zuständigen Ressortminister, als Finanzminister, der die Finanzierungsvereinbarung unterschrieben hat und natürlich auch durch sein politisches Agieren in dieser Causa die Verhandlungsposition von Deutschem Museum im Freistaat gegen den Investor mit Sicherheit nicht gestärkt, sondern möglicherweise massiv geschwächt hat. Natürlich werfen auch die bekannt gewordenen Parteispenden nochmal Fragen auf, wo wir den Ministerpräsidenten auch auffordern, die zu beantworten. Zweitens, aus dem Gutachten ergibt sich auch die Notwendigkeit, dass die Staatsregierung sämtliche Antworten, die sie dem Landtag gegenüber bisher gegeben hat, ob jetzt schriftlich oder mündlich, nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Denn die viele Aussagen bezüglich der Miethöhe und der Mietkonditionen sind so nicht mehr haltbar. Wir erwarten uns jetzt Aussagen, die tatsächlich dem Wahrheits- und Sachgehalt entsprechen. Und natürlich fordern wir nach diesen Gutachten auch nochmal vehement die Klärung folgender Fragen auf. Wie kann es zu einem solchen Mietvertrag kommen, der sowohl rechtlich wie auch in der Miethöhe unerklärlich massiv zulasten der öffentlichen Hand geht? Wie konnte der damalige Finanzminister Söder eine solche Finanzierungsvereinbarung auf dieser Grundlage zustimmen? Uns würde auch interessieren, welche schriftlichen, mündlichen Informationen
dem damaligen Finanzminister, heutigen Ministerpräsident, vor Vertragsschluss hierzu vorlagen. Die Stellungnahme der IMBI, der Immobilienagentur Bayern, ist schon erwähnt worden, die ja im Ausschuss auch Gegenstand war. Da ist die direkte Frage an den Ministerpräsidenten, auch wegen seiner damaligen Ressortzuständigkeit für die Immobilienagentur Bayern. Wie erklärt er sich den geringen Umfang und den geringen Detaillierungsgrad der Stellungnahme der Immobilienagentur Bayern zum Mietpreis? Und da stellt sich schon die Frage gegenüber dem Gutachten, das wir jetzt vorliegen haben, ob die Anforderungen an ein solches Gutachten im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung dieses Mietvertrags und die Dauer, ob diese Anforderungen tatsächlich in dieser Stellungnahme enthalten sind. Wir möchten auch wissen, wie das Gutachten im Näheren entstanden ist, ob es vorher intensiven Austausch zwischen Finanzministerium und IMBI gab. Auch das sind ungeklärte Fragen. Ich glaube, die sind jetzt noch brisanter als natürlich vor dem Gutachten. Aus unserer Sicht ist ein Schaden für das Deutsche Museum und in der Folge für den Freistaat entstanden. Die Frage ist, wer trägt die rechtliche und politische Verantwortung für diese finanziellen Nachteile? Bis hin zur Frage, können Regressansprüche gestellt werden, entweder vom Deutschen Museum oder vom Freistaat Bayern, gegenüber den an den Vertragsverhandlungen bzw. am Vertragsabschluss auf Seiten des Deutschen Museums bzw. des Freistaats Bayern beteiligten Personen. Welche Schritte werden zur Überprüfung dieser Regressansprüche unternommen? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich leider nach dem Gutachten jetzt aufdrängt. Ein weiterer Punkt ist, der Vertrag liegt vor, er ist geschlossen, aber es gibt natürlich Schadensminderungspflichten. Auch da möchten wir wissen, wer kümmert sich eigentlich jetzt um diesen Vertrag? Wer ist rechtlich und politisch verantwortlich, dass jetzt alle Möglichkeiten ergriffen werden, um Schaden aus der Vertragsgestaltung zu reduzieren durch Nachverhandlungen mit dem Investor, um einseitige Belastungen aus dem Vertrag baldmöglichst zu verändern? Bis hin zur Frage, was passiert eigentlich nach Ablauf der regulären Vertragslaufzeit. Insgesamt ist die Konstruktion dieser Finanzierung so, dass wir natürlich fragen, welche Konsequenzen lehren müssen aus diesem Fall gezogen werden, um in Zukunft wirtschaftliche finanzielle Nachteile für den Freistaat bei der Realisierung vergleichbarer Projekte und Konstruktionen zu vermeiden. Abschließend gibt es noch Fragen, die vielleicht auch darin begründet sind, dass interessanterweise die Finanzierung des Projektes Augustinerhof nach unserer Kenntnis, immer vorbehaltlich weiterer Informationen, vollumfänglich durch die Bayerische Landesbank erfolgt ist. Auch da würde uns interessieren, wie denn zwischen Staatsregierung, Vertretern der Staatsministerien und der Kreditgewährung im Kontakt mit der Landesbank, wann welcher und mit welcher Zielrichtung Kontakt erfolgt ist. Und abschließend wollen wir schon noch mal fragen, welche Kenntnis der Ministerpräsident, damalige Finanzminister, von welcher Parteispende des Investors hatte, zu welchem Zeitpunkt. Und wir fragen ihn natürlich auch, welcher Eindruck in der Öffentlichkeit dadurch entstehen könnte, dass im Hinblick auf das Gutachten und die unerklärlichen Mietkonditionen zugunsten des Investors, wie da der Eindruck in der Öffentlichkeit ist, wenn solche Parteispenden im Raum stehen und wie man einem solchen Eindruck etwa der Vorteilsnahme entgegenwirken könnte. Wir fordern den Ministerpräsidenten auf, in den nächsten 3 Wochen bis Mitte August Stellung zu nehmen und machen aber an der Stelle auch deutlich, wenn die Antworten ausweichend, unbefriedigend ausfallen, werden wir mit aller gebotenen Konsequenz parlamentarische Schritte unternehmen, um den Ministerpräsidenten, aber vielleicht auch weitere Mitglieder der Staatsregierung zeitnah im Landtag mit dem Ergebnis der Gutachten und unserer Fragen zu konfrontieren. Dankeschön, das wäre es von meiner Seite. Dankeschön, Volkmar Halbleib, Sebastian Körber, Verena Oskian. Wir beantworten jetzt sehr gerne Ihre Fragen für die Journalistinnen und Journalisten hier im Raum per Handmeldung und dann Aktivierung des Mikros. Und online geht es auf 2 Arten, nämlich entweder schreiben Sie Ihre Frage in den Chat, dann lese ich sie hier vor, oder Sie geben ebenfalls mir ein Handzeichen in Ihrem Dashboard sozusagen und wir schalten Ihr Mikrofon frei und wir hören Ihre Fragen dann hier im Raum.
Bevor ich zu den Fragen komme, noch schnell der Hinweis für die Pressemappe. Sie finden online unter dem Reiter Unterlagen sowohl beide gutachterliche Stellungnahmen als auch die Kurzfassung, unser Pressepapier mit der politischen Bewertung und die Anschreiben des an den obersten Rechnungshof und an den Ministerpräsidenten, alles, was eben gerade vorgestellt wurde. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen und die erste Frage ist von Roland Englisch, Nürnberger Nachrichten. Gerne, wenn Sie sich online melden oder hier im Raum, auch gerne mit Name, Medium und wer Ihre Frage beantworten soll. Dankeschön. Zwei kurze Fragen. Sie haben angedeutet, Herr Halbleib, wenn Söder nicht korrekt antwortet, dass es parlamentarische Schritte geben soll. Was meinen Sie damit genau? Welche Möglichkeiten bestehen da? Und die zweite Frage, wie nahe sind Sie denn mittlerweile an einem Untersuchungsausschuss bei dem Thema? Also der ersten Frage kann ich sagen, zum einen gibt es natürlich die Möglichkeiten, die wir dann auch nutzen werden, um entweder in den zuständigen Ausschüssen Söder sozusagen einzuvernehmen, um Stellungnahme aufzufordern, um im direkten Frage-Antwort-Verhalten dann bestimmte Punkte zu klären. Das ist die logische Konsequenz, wenn keine ausreichenden Antworten kommen. Da gibt es die Möglichkeiten über die zuständigen Ausschüsse, gegebenenfalls auch über die Vollversammlung des Plenums. Und unser Ziel ist, mit diesem Gutachten jetzt den Impuls zu geben, dass die Staatsregierung von sich aus, und Markus Söder ist da vor allem gefordert, jetzt umfassend der Öffentlichkeit, den bayerischen Steuerzahlern und auch dem Parlament Auskunft gibt. Wir gehen davon aus, dass er dieser Pflicht nachkommt. Sollte er ihr nicht nachkommen, gibt es die Möglichkeiten, die wir haben, beispielsweise über Anfragen oder nochmal schriftliche Anfragen, die wir dann nach Nichtbeantwortung der Bayerischen Verfassungsgerichtsbarkeit zur Entscheidung übergeben, dann nochmal Druck zu machen. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in Erwägung ziehen. Und von daher sind dann die Folgefrage ist eine Frage, wir gehen davon aus, dass zunächst mal die Antworten kommen und werden auf dem parlamentarischen Weg alles versuchen, Druck zu machen, sowohl in den Sitzungen wie auch durch die Möglichkeiten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Wenn ich kurz nachfragen darf, wollen Sie das im normalen, regulären parlamentarischen Ablauf belassen oder wollen Sie da Sondersitzungen anberaumen? Auch das ist so, die Sachen oder die, der Sachverhalt ist für uns so brisant, dass wir auf rasche Aufklärung drängen werden. Und die parlamentarischen Instrumente, die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags zur Verfügung stellen, natürlich auch nutzen. Dankeschön. Die nächste Meldung ist von Henry Stern von der Mainpost. Ich habe das ja, glaube ich, richtig verstanden, dass der Freistaat Bayern nicht der Mieter ist, sondern die Miete nur übernimmt für das Deutsche Museum. Und Frau Ausgang, glaube ich, Sie haben gesagt, der Haushaltsausschuss sei da gar nicht richtig involviert gewesen. Ist es denn rechtlich überhaupt möglich, eine Verpflichtung in einer so großen Höhe zu übernehmen, ohne dass der Landtag da beteiligt ist? Es ist ein kompliziertes Konstrukt. Es wurden Gelder in den Haushalt eingestellt, die halt im Rahmen also der Haushaltsverhandlungen Projekten zugewiesen wurden. Aber es ist tatsächlich so, also dass durch dieses Konstrukt es eben möglich ist, so dass es nicht wie in einem, sage ich mal, normalen Ablauf so ist, dass vor Vertragsabschluss Pläne eingereicht werden müssen, also Verträge also vorgelegt, sondern also im Prinzip also lief es rein über die Summen. Und das ist natürlich etwas, also was jegliche parlamentarische Kontrolle schwierig bis unmöglich macht, auch wenn es um Details geht, um Plausibilitätsprüfungen und. Also wir können nur sagen, wir haben die entsprechenden Unterlagen, wie zum Beispiel auch also das Gutachten der IMBI, wie die Verträge zur Kostenübernahme, den Mietvertrag erst deutlich nach dem Vertragsabschluss bekommen, nachdem es also diverseste Dringlichkeitsanträge im Plenum gab, parlamentarische Debatten und also können auch nicht nachvollziehen, wie tatsächlich da der zeitliche Ablauf gewesen ist konkret. Für uns stellt sich natürlich schon die Frage, wie geht es jetzt weiter, und wir werden da mit hoher Dringlichkeit und auch also mit deutlich ohne Verzug unsere parlamentarischen Möglichkeiten, die uns bleiben, nutzen. Denn also die Zeit also für normale Verfahren, dass wir nochmal Fragen stellen, dann nochmal dreimal warten und so und wieder nichts erhalten, ist eindeutig abgelaufen. Deswegen haben wir es jetzt an die höchste Stelle auch eskaliert. Darf ich dann nochmal umgekehrt fragen, war diese Konstruktion dann auch eine Möglichkeit,
für den Freistaat Bayern eine parlamentarische Kontrolle zu umgehen? Ich würde Sie gerne noch mal ergänzen und erklären, was Kollegin Oskian schon zu Recht ausgeführt hat. Es ist ja eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen worden mit dem Freistaat Bayern und dem Deutschen Museum. Das Deutsche Museum ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Diese Finanzierungsvereinbarung wurde ja insgesamt dreimal erhöht, von 8 Millionen auf knapp unter 20 Millionen auf knapp unter 30 Millionen. Über die Jahre ist es immer angewachsen. Vielleicht, weil man gemerkt hat, da braucht es immer mehr Geld dafür. Das weiß ich nicht, würde dafür sprechen, wenn man die Summen anpasst. Und in dieser Finanzierungsvereinbarung ist geregelt, dass der Freistaat Bayern, vertreten durch das Finanzministerium, Finanzminister war Markus Söder, und gleichzeitig das Wissenschaftsministerium, das war damals Ludwig Spaenle, die haben das unterschrieben, dieser Mietvertrag voll übernommen wird. Das heißt, die Finanzierungsvereinbarung hat das ermöglicht und so konnte der damals zuständige Ausschussvorsitzende, das war übrigens Michael Piazzolo, der war der Ausschussvorsitzende für Wissenschaft und Kunst, der hat dann erst im Zuge der parlamentarischen Möglichkeiten diese ganzen Unterlagen als Berichte zu sich in den Ausschuss geholt. Und erst ab diesem Zeitpunkt waren alle diese Dokumente für die Kollegen damals im Jahr 2017 überhaupt ja einsehbar. Das nochmal zur Erklärung für Ihre Frage, wie man, wenn man möchte, das ja auch alles schön umgehen kann. Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage im Chat. Moment. Und zwar fragt Sebastian Beck von der Süddeutschen Zeitung, welche Verantwortung dem Wolfgang Heckel, dem Professor Dr. Wolfgang Heckel vom Deutschen Museum zukommt. Gibt es auch Fragen an ihn und das Deutsche Museum? Volkmar Halble. Ja, vielleicht nochmal, war ja auch die Frage vom Kollegen Stern. Es ist ein Dreiecksverhältnis. Sozusagen der Mietvertrag ist abgeschlossen zwischen dem Deutschen Museum und dem Investor. Und der Freistaat Bayern hat über die Finanzierungsvereinbarung sozusagen 1:1 die Mietkosten übernommen. Deswegen ist es so eng beieinander wie ein Dreieck. Und natürlich ist formal eine Verantwortung des Deutschen Museums da durch den Vertragsabschluss des Mietvertrags. Nur ist es in dieser Dreieckskonstellation so, dass das Deutsche Museum und auch Professor Heckel, das war ja auch mehrmals im Landtag schon auch zu hören, in seinen Stellungnahmen sich immer argumentativ auf die Expertise des Freistaats Bayern verlassen hat. Und zwar sowohl was Mietkonditionen, da gab es zwar eine eigene Rechtsanwaltsbeauftragung, aber insbesondere bei der Miethöhe, also Frage der Lage und der Angemessenheit des Mietpreises, sozusagen die Expertise des Freistaats Bayern maßgeblich war, nämlich der Immobilienagentur des Freistaats, nachgeordnete Behörde des Finanzministeriums. Und deswegen ist es ja so, dass das Deutsche Museum im Zweifelfall verweist auf den Freistaat Bayern und die zuständigen staatlichen Institutionen des Freistaats und die Staatsministerien und umgekehrt natürlich auch die Verantwortlichen der Staatsregierung verweisen auf die formelle Zuständigkeit des Deutschen Museums. Und insofern wird aus diesem Dreieck dann, das ja fachlich besteht und auch finanziell besteht, so ein Stück weit ein Bermuda-Dreieck der Verantwortung. Und wo natürlich Verantwortungslosigkeit dann auch hin und her geschoben werden kann. Das ist ein Grundproblem dieser Konstruktion. Und das ist auch ein Grundproblem dieser Konstruktion, dass natürlich, wenn in dem Moment, wo der Freistaat Bayern erklärt, ich übernehme sozusagen sämtliche Mietkonditionen, natürlich auch die Eigenständigkeit sozusagen des Verhandelns und des Verhandlungsanspruches nicht mehr gegeben ist. Also es bleibt bei dieser gemeinsamen Verantwortung, Deutsches Museum und natürlich durch die Expertise, die da genutzt worden ist, auch und gerade des Freistaats Bayern, insbesondere durch die Finanzierungsvereinbarung. Danke, Sebastian Körber, dann Verena Oskian. Man muss dazu vielleicht auch sehen, der Mietvertrag selbst wurde abgeschlossen zwischen dem Deutschen Museum und dem Vermieter. Der Freistaat steht im Hintergrund und hat das Ganze ermöglicht durch eine Finanzierungsvereinbarung. Das heißt, natürlich ist das Deutsche Museum dahingehend in der Verantwortung, rechtlich gesehen, ich bin kein Jurist, aber der Mietvertrag wurde ja unterschrieben vom Deutschen Museum mit, ich rufe Ihnen nochmal ein Zitat
was ich eingangs gesagt habe, kurz vor Augen am 16. Januar 2016, Zitat Markus Söder, am Geld soll es nicht scheitern. Ich meine, wie man aus der Position heraus natürlich dann verhandelt, brauche ich niemand, glaube ich, zu erklären. Aber am Ende des Tages ist das etwas, was sicherlich irgendwo juristisch bewertet werden muss, wer am Schluss welchen Schuldanteil hat. Aber natürlich hat das Deutsche Museum sich an dieser Stelle auch zu erklären, sie sind offiziell der Mieter. Wenn wir die Gesamtsituation des Deutschen Museums ansehen und zu dem Zeitpunkt, als um die Außenstelle Nürnberg, also parlamentarisch das erste Mal, also die Ideen eingebracht wurden, als es in der Nordbayern-Initiative die Rede war, gab es damals schon Diskussionen, ob in der Situation des Deutschen Museums, die gerade an einer Generalsanierung waren, es überhaupt klug ist, eine Außenstelle in Nürnberg parallel aufzuziehen. Da erinnere ich mich noch sehr gut. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass durch eine 100% Finanzierung des Freistaats, das für ein Leibniz-Institut, also wie das Deutsche Museum, ist eher ungewöhnlich. Normalerweise sind es Bund-Länder-Finanzierungen und also das Deutsche Museum hat einen Eigenanteil zu erbringen. Davon war auch anfangs noch die Rede, also wie ich mich gut entsinne. Es jetzt diese 100% Finanzierung ins Spiel kam natürlich auch so, dass damit ein Stück weit der Freistaat einen Blankoscheck ausgestellt hat. Deswegen ist für uns die politische Verantwortung ganz klar bei der Staatsregierung, wenn wir natürlich das Deutsche Museum natürlich kritisieren, dass mit den eingesetzten Mitteln da offensichtlich nicht gut verhandelt wurde. Das ist aber eine andere Geschichte und wir konzentrieren uns im Moment jetzt hier auf die politische Verantwortung, weil die muss endlich wahrgenommen werden. Dankeschön. Ich habe jetzt noch zwei Fragen hier im Raum. Wolfgang Rampf von der Bild-Zeitung. Warum wählen Sie denn diese vergleichsweise schwache Form der Fragen an den Ministerpräsidenten mit einer Aufforderung, in 3 Wochen was zu machen? Warum gehen Sie nicht gleich den parlamentarischen Weg und nehmen Anfragen oder lassen ihn vor einen Ausschuss aussagen? Ja. So schwach ist der Weg eigentlich nicht. Wir haben Anfragen und Berichtsanträge noch und nöcher gestellt. Es wurde im Zweifelsfall die Verantwortung abgeschoben. Wir hatten einmal den Staatsminister Siebler dazu im Ausschuss, der zum Zeitpunkt, als diese ganzen Dinge liefen, noch gar nicht im Amt waren. Wir wollen deswegen direkt es dort adressieren, also wo es sozusagen die ganze Zeit platziert war beim Ministerpräsidenten und haben deswegen diesen kurzen Weg gewählt mit einem direkten Brief, weil das einfach auch vom Zeitablauf her kürzer ist. Sebastian Körber. Wir haben jetzt ja diese beiden Gutachten auch, diese gutachterischen Stellungnahmen ja vorliegen, die wir auch übermitteln zur Einsicht, dass entsprechend sich das durchgelesen werden kann, weil jetzt liegt es ja schwarz auf weiß vor, was wir vorher befürchtet haben. Und ich denke, Markus Söder hat ja das Instrument eingeführt der Regierungsbefragung, wo die Minister immer Rede und Antwort stehen müssen. Deswegen ist die Erwartungshaltung einfach, glaube ich, auch der Bürgerinnen und Bürger völlig eindeutig, dass er sich hier zu diesen jetzt vorliegenden schriftlichen, gutachterlichen Stellungnahmen auch sofort umgehend verhalten wird. Und dazu muss man das sicher erst durchlesen und bewerten. Deshalb ist es aus unserer Sicht ja auch jetzt der schnellstmögliche Weg, da eine Antwort zu bekommen. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Maximilian Heim vom Bayerischen Rundfunk. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, was die juristische Aufarbeitung angeht. Mich würde interessieren, inwiefern Ihrer Einschätzung nach irgendwas, was jetzt in diesem Gutachten rausgekommen ist, justiziabel ist. Und die zweite Frage, der Wissenschaftsminister hat ja schon reagiert, nennt Ihre Gutachten, ich zitiere, eine Auftragsarbeit von offensichtlichen Gegnern der Zweigstelle. Vielleicht könnten Sie darauf auch kurz reagieren und auch noch mal kurz was zu den Hintergründen dieser Gutachten und der Finanzierung sagen. Danke. Also zur Frage, es ist ja von Regressansprüchen in den Fragenkatalog an den Ministerpräsidenten die Rede. Das betrifft genau diese Frage. Das ist eine spannende Frage, weil natürlich nach dem Regressansprüchen im öffentlichen Bereich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gehaftet wird, nicht für normale Fahrlässigkeit, in Anführungszeichen, unjuristisch ausgedrückt. Das ist eine spannende Frage. Aber wenn so ein Gutachten jetzt vorliegt, ist die spannende Frage beispielsweise entweder natürlich in der Letztverantwortung bei einer Vertragsunterschrift
oder in der Vorarbeit der Frage, wie ist die Expertise beispielsweise zur Miethöhe, die ja vorliegt, fachlich, rechtlich zu bewerten. Und da gibt es natürlich schon auch Gutachtensfehler, mal ganz allgemein gesprochen, weil ich da vorsichtig bin aus juristischen Gründen, die natürlich dann auch zu Regressansprüchen führen können, aber die natürlich dann auch überprüft werden müssen. Das ist ja genau die Frage, die wir an den Ministerpräsidenten richten, wie er als Staatsregierung oder das zuständige entweder Justizministerium oder das zuständige Wissenschaftsministerium solche Regressansprüche bewerten. Vielleicht ergänzend, also die Stellungnahme des Wissenschaftsministers ist aus unserer Sicht schwach und hilflos. Denn klar, wir haben als Oppositionsfraktionen Gutachten in Auftrag gegeben, die wie in solchen Fällen üblich aus Fraktionsgeldern haben wir die Möglichkeit, Gutachten zu beauftragen. Wir haben uns das wohl überlegt, aber anhand dessen, was wir in den vergangenen Jahren erfahren haben, an diesen also wirklich also hanebüchlichen fachlichen Bewertungen, die da vorliegt von der IMWI, muss man sagen, war es für uns einfach notwendig, dass wir mal Grund in die Sache bringen. Und zu diesen Gutachten werden sich sicherlich die Staatsregierungen, auch das Wissenschaftsministerium noch verhalten müssen. Denn wenn tatsächlich die aufgestellten Berechnungen ihrer Ansicht nach falsch sind, dann muss man mit einer anderen Berechnung kommen und das widerlegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird. Dankeschön. Sebastian Körber. Also ich habe diese Aussage heute Morgen auch gelesen. Ich finde, für einen Wissenschaftsminister, der sich so unwissenschaftlich äußert, indem er etwas kommentiert, was er selbst noch gar nicht gelesen haben kann, finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich peinlich. Und er ist jetzt ja auch nur vorgeschoben. Er hat ja in dieser Angelegenheit erstmal gar nichts mit zu tun gehabt. Er ist gar nicht unser Adressat. Warum er sich jetzt, es steht ja frei, sich dazu zu äußern. Aber es tut in der Sache überhaupt nichts dazu bei, hat das Gleiche schon gesagt vor ein paar Wochen oder Monaten, als hier eine Sondersitzung im Wissenschaftsausschuss stattgefunden hat, 4,5 Stunden, an der ich auch teilgenommen habe. Also das ist ja nicht nur dünn, das ist ja eigentlich nur peinlich, das so zu kommentieren. Und völlig unwissenschaftlich übrigens. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Frage, ja. David Prüfung Sat. 1. Einfach nur noch mal zum Verständnis, was die Miete betrifft. Ganz simpel gesagt, also die Miete, die bezahlt wird dem Vermieter, wird bezahlt von einem Konto des Freistaats Bayern. Oder kriegt, also ich stelle mir das so vor, ich gehe zum Studieren irgendwie nach München, Papa zahlt die Miete und... Also ich würde jetzt im Verhältnis vom Freistaat zum Deutschen Museum nicht von Vater und Sohn reden. Ich weiß gar nicht, das Deutsche Museum ist, glaube ich, formal sogar ein bisschen älter, weiß ich gar nicht genau. Dürfte aber um die, wie alt ist das Deutsche Museum? Ja. 100 in Jahren, dann ist das jünger. Also, aber für Vater-Sohn-Verhältnis ist es nicht geeignet als Vergleich. Es ist einfach so, das Deutsche Museum zahlt die Raten, die Mietraten. Ja. Und durch die Finanzierungsvereinbarung sichergestellt, dass die Raten, die das Deutsche Museum zahlt an den Investor im Rahmen des Mietvertrags, 1:1 vom Freistaat Bayern wieder erstattet werden. Und dazu noch eine Frage, es könnte ja auch sein, wenn Sie gestatten, es wird ja auch eröffnen und wird dann hoffentlich auch viele Zuschauer sehen und ja auch selbst dann Umsätze erlösen und dann Geld bekommen und dennoch zahlt dann der Freistaat weiterhin die Miete, unabhängig davon, wie die Umsätze dann der Zweigstelle sein werden. Das ist so, weil natürlich der Museumsbetrieb als solcher natürlich fürs Deutsche Museum auch noch mal Geld kostet. Also das ist klar. Also es werden zwar Einnahmen generiert, aber der Aufwand für den Betrieb einer Zweigstelle des Museums an dieser Stelle kostet natürlich mehr, als Einnahmen generiert werden. Das ist klar. Also da ist auch kein Verhältnis zum Mietvertrag oder kein Bezug zum Mietvertrag. Sebastian Körber. Ich möchte an der Stelle noch kurz ergänzen. Es ist ja so, im Betrieb, das heißt in der Nutzung des Museums jetzt, es wird ja genau genommen ein sogenannter veredelter Rohbau gemietet. Und da kommt jetzt der Innenausbau rein, noch Sicherheitstechnik und so weiter, wo der Freistaat ja schon einen Zuschuss dazu bezahlt. Und jetzt in der Nutzungszeit und Phase der Immobilie übernimmt der Mieter, in dem Fall das Deutsche Museum, abgesichert wiederum durch die Finanzierungsvereinbarung des Freistaats Bayerns, quasi alle Kosten, die anfallen, wenn irgendetwas kaputt geht, wenn irgendetwas repariert wird, außer sogenannt Dach und Fach, das heißt Fundament, Wand und Dach. Und da stelle ich jetzt mal, dass das üblicherweise 25 Jahre hält und dass man da keine Kosten hat, sind nahezu alle Kosten auch beim Mieter.
Das muss man auch immer nur wissen. Das ist mir nur gerade nochmal, ich habe es vorhin abgekürzt, aber Sie können das ja alles nochmal ausführlich nachlesen. Vielen herzlichen Dank. Ich sehe keine Fragen mehr hier im Raum und auch nicht online. Dann bedanken wir uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit und das Interesse und wünschen noch eine schöne Woche. Dankeschön.